Das Land. Ein Ort, um zur Ruhe zu kommen. Gute Luft, Einklang mit der Natur. Einerseits. Andererseits ist das so eine Sache mit der Idylle, denn heute heißt Land doch vor allem Intensivbewirtschaftung und Massentierhaltung. Wie wir unsere Lebensmittel erzeugen, verändert den Planeten. Die Böden, die Artenvielfalt, das Klima. Nur anders als zum Beispiel beim Auto oder der Energiegewinnung, haben wir bei der Landwirtschaft doch kaum Alternativen, oder? Was aber, wenn wir einen Weg fänden, uns unabhängig vom Acker zu machen? Dann ist das tatsächlich eine Revolution, wie sie die Menschheit seit 12.000 Jahren nicht erlebt hat. Meiner Ansicht nach stehen wir da schon vor einer Zeitenwende. So wie wir bislang Nahrungsmittel konsumiert haben, kann es nicht weitergehen. Was, wenn wir unsere Lebensmittel ganz anders denken? Wenn wir sie neu erfinden? Anders gefragt, können wir ohne Landwirtschaft leben? One pan fried catfish. Erinnert ihr euch an Star Trek? Vermutlich wurde nirgends sonst so perfekt ein Menschheitstraum inszeniert. Egal, was jemand von der Crew essen oder trinken wollte, es war immer und sofort verfügbar. It smells like the real thing. Well, not bad. Eins mal vorweg. Dieser Film könnte von einer ähnlichen Zukunft handeln. Sucht man aber den Anfang dieser Geschichte, würde man ihn ungefähr hier finden. Auf diesem Zollstock. Wenn dieser Zollstock die Menschheitsgeschichte repräsentiert, dann macht die Zeit seit Erfindung der Landwirtschaft nur die letzten 6 Zentimeter aus. Mit einer kurzen Übergangsphase von nur 1 oder 2 Zentimetern. Nach 300.000 Jahren Umherwandern wurden wir sesshaft. Anfangs war das nicht gerade vorteilhaft. Die ersten Bauern waren schlecht ernährt, mussten viel mehr arbeiten, oft als Sklaven. Dazu kamen Tierseuchen, sodass sie alles in allem kürzer lebten. Warum haben sie dann damit angefangen? Die Entstehung der Landwirtschaft wurde vielleicht durch eine zu radikale Ausbeutung der Ökosysteme erzwungen. Der Mensch war ein guter, ein vielleicht zu guter Jäger. Offenbar gab es immer mehr und immer bessere Jägerinnen und Sammler, die sich gegenseitig die Beute wegschnappten. Etwas musste passieren, und so begannen die Menschen mit organisierter Ackerbewirtschaftung und Viehzucht. Forschende nennen diesen Transformationsprozess die Neolithische Revolution. Zum ersten Mal gab es an einem Ort dauerhaft genug zu essen. Für immer mehr Menschen. Aus Lagerplätzen wurden Dörfer und später Städte. Aus Kleingruppen, in denen jeder alles können muss, große Gesellschaften mit Arbeitsteilung und Spezialistentum. Was die Landwirtschaft am meisten auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie ein hervorragendes Instrument zur Beherrschung und Kontrolle von Ökosystemen war. Das hat die Entwicklung der Menschheit stark gefördert. Insofern ermöglichte Landwirtschaft überhaupt erst Innovation und Wissenschaft. Viele Errungenschaften hingen an ihr. Ohne sie vermutlich keine Erfindungen und kein Fortschritt. Keine Raumfahrt und viele andere Dinge, die unser Leben heute prägen. Soweit die Kurzfassung. Gleichzeitig verwandelte die Landwirtschaft nicht nur unsere Lebensweise, sondern auch den gesamten Planeten. Die Landfläche der Erde besteht heute größtenteils aus Äckern, Weiden und Ställen. Wald, meistens Nutzwald, gibt es noch auf knapp 30% der Fläche. Echte Wildnis macht je nach Definition noch maximal 10 bis 20% aus. Das hat den Lebensraum für viele Arten immer mehr dezimiert.
Es wird in etwa geschätzt, dass pro Jahr vielleicht ein oder zwei Arten natürlicherweise, ja, so im Hintergrund aussterben. Die letzten Jahrzehnte war es so, dass nicht ein bis zwei Arten pro Jahr aussterben, sondern die Annahme ist, dass es 2000 sind. Was schätzt ihr? Wie viel Prozent der Säugetiere sind noch Wildtiere? Ganze 6%. 94%, gemessen am Gewicht, sind Nutztiere. Bei Pflanzen sieht es ähnlich aus. Auf einem Großteil der Erde wachsen gerade mal 4 Pflanzenarten. Zuckerrohr, Weizen, Reis und Ölpalmen. Für Wildnis bleibt wenig Platz. Das kann Ökosysteme zum Kippen bringen. Wie bei dieser Kaffeetasse, die, sagen wir mal, einen Wald symbolisiert, mit Bienen drin. Und dieser Wald geht zurück und der Lebensraum für die Biene geht zurück und irgendwann stirbt die Biene aus, weil kein Wald mehr da ist. Ein fataler Moment. Und dann haben wir ein Problem, weil da nämlich auch keine Bestäubung mehr stattfindet. Keine Bestäubung. Was würde das bedeuten? Wir könnten zwar noch Getreide anbauen, aber mit Obst und Gemüse sähe es schlecht aus. Und das ist leider noch nicht alles. Es geht ja darum, dass viele von den letzten wilden Ökosystemen auch zum Beispiel sehr viel Kohlenstoff binden. Das heißt, wir beschleunigen erstmal den Klimawandel noch ganz gewaltig. Landwirtschaft trägt aber nicht nur kräftig dazu bei, den Planeten aufzuheizen. Umgekehrt leidet sie auch besonders unter dem Klimawandel. Mehr Dürren und Überflutungen, Wassermangel, versalzte Böden. Die Forschung rechnet für die nächsten Jahre mit weltweit sinkenden Erträgen. Aber die Menschheit wächst weiter. Schuld ist die Landwirtschaft natürlich nicht allein, aber sie ist ein entscheidender Treiber. Okay, mal zusammengefasst. Wir haben nicht eine Krise, sondern gleich mehrere. Artensterben, Klimawandel, Nahrungsknappheit. Fehlt noch was? Ach ja, Pandemien, weil wir wilden Lebewesen und deren Krankheitserregern zu nahe kommen. Eine Multikrise. Wohin führt das? An dieser Stelle sind jetzt schon verschiedene Kulturen auf der Erde in der Geschichte gewesen. Einige davon sind tatsächlich auch nicht durch diesen Flaschenhals gekommen, sind also entweder zahlenmäßig dezimiert worden oder aber die Entwicklung dieser Kulturen hat schlagartig aufgehört. Zum Beispiel vor 4000 Jahren im Zweistromland, ungefähr da, wo heute der Irak und Syrien liegen. Die Landwirtschaft wird ausgebaut, es gibt immer mehr Menschen, bis irgendwann das Wasser nicht mehr reicht. Die damals größte Zivilisation der Welt bricht zusammen. Das Muster wiederholt sich, bei den Maya zum Beispiel oder auf der Osterinsel. Aber zum Glück gab es meistens noch Platz, woanders neu anzufangen. Heute jedoch sprechen wir vom gesamten Planeten. Von der Landfläche der Erde nutzen wir schon über 3/4 immer intensiver. Außer Wüsten, Bergen und Eisflächen ist nicht mehr viel übrig. Einfach weiterziehen ist diesmal also keine Option. Welche Alternativen haben wir dann? Natürlich sind wir längst dabei, uns zu verbessern oder zu verändern. Mit Smart Farming zum Beispiel, also digital aufgerüsteter Landwirtschaft. Der Einsatz von Technik spart Wasser, Dünger und steigert die Erträge. Oder gentechnisch veränderte Pflanzen. Lehnt die Mehrheit allerdings ab. Wir können auch ganz weg vom Acker, rein ins Regal. Vertical Farming, auch Indoor oder Urban Farming genannt, funktioniert sogar im Weltraum. So gut, dass sich die Astronauten auf der ISS schon über frischen Salat und Paprika freuen. Alles gute Ideen, aber bisher nicht gut genug, um es mit Klimawandel und Bevölkerungswachstum aufzunehmen. Müssen wir viel radikaler denken? Brauchen wir eine ganz neue Idee, was Nahrung sein könnte? Gehen wir mal zurück zum Beginn unserer Geschichte. Ein Ansatz, der meines Erachtens eleganter ist die sogenannte zellbasierte Landwirtschaft. Das können tierische Produkte, aber eben auch pflanzliche Produkte sein, dass die ohne Tiere und ohne Pflanzen gewonnen werden können auf der Grundlage von Zellen. Künstliche Lebensmittel also. Erinnert ihr euch noch an den ersten Burger aus dem Labor? 2013 war das. Der erste seiner Art, hergestellt aus Zellen.
solche Nahrungsmittel die Zukunft? Klären wir zuerst, was ist das überhaupt, künstliches Fleisch? Beim Kunstfleischburger stammen die Zellen aus einem Rind. Ein winziges Stück Muskelfleisch wird mit einer Nadel entnommen und dann die richtige Zellsorte, eine Stammzelle, ausgesucht. Wie aber entstehen aus der einen Zelle Billionen weitere? Das passiert in einem Bioreaktor. Das ist eine Art Kessel. Im Grunde läuft das wie bei den Alchemisten früher. Alles rein, was Zellen so brauchen: Wasser, Luft, Nährstoffe, also Zucker und Aminosäuren. Dazu kommen Proteine und Fette für den perfekten Tiergeschmack. Und in diesem Gebräu vermehren sich die Zellen, sogar viel schneller als im Tier. Woher aber wissen die Zellen überhaupt, was aus ihnen werden soll? Dafür gibt es Signalproteine, die sogenannten Wachstumsfaktoren. Die zeigen den unfertigen Stammzellen, ob sie Muskel-, Fett- oder Knorpelzelle werden sollen. Weil es so gut funktioniert, fangen erste Fabriken bereits an, in größeren Mengen zu produzieren. Auch wenn die Technik und das Verfahren noch unsagbar aufwendig und teuer sind. Für die Ökobilanz sind die Chancen jedoch enorm. Wir würden keine Massentierhaltung mehr benötigen. Und ist es nicht ein genialer Gedanke, wenn wir nur noch genau das herstellen, was wir wirklich brauchen? Die Gesamtannahmen gehen davon aus, dass wir gerade im Bereich CO2-Einsparung bis zu 80% gegenüber der konventionellen Produktion einsparen können. Dadurch, dass wir eben nicht mehr die Tiere als Ganzes benötigen, sondern eben nur noch das produzieren, was der Verbraucher am Ende des Tages konsumiert. Rechnen wir mal nach. Bei Fisch zum Beispiel. Fischfang hat eine miserable Ökobilanz. Nicht nur, weil es pro Tonne Fisch im Schnitt 620 Liter Sprit braucht. 40% der Fangmenge werden als Beifang weggeworfen. 30-50% vom Rest sind Kopf und Gräten. Am Ende landet nur ein Drittel der gefangenen Menge auf unseren Tellern. Das wäre bei künstlichem Fisch vollkommen anders. Nicht nur, dass dann keine Meere mehr leer gefischt werden müssten. Für die Forschung ist die artifizielle Herstellung von Fisch auch deshalb interessant, weil er eine Eigenschaft besitzt, der die Zellreproduktion im Labor vereinfacht. Im Gegensatz zu warmblütigen Tieren wie Rind oder Huhn sind Fische Kaltblüter. Gerade wenn wir über das Thema Energie sprechen, haben wir beim Fisch den Vorteil, dass wir die Zellen bei Raumtemperatur kultivieren können. Anders als Säugerzellen, die immer 37 Grad bedürfen, also es immer schön warm haben wollen. Rein theoretisch können die Fischkopierer tonnenweise Fisch herstellen. Wie beim Fleisch brauchen sie dafür nur wenige winzige Zellen, Stammzellen. Weil sie als potenziell unsterblich gelten, sind sie für die Forschenden eine Art Goldschatz. Entsprechend werden sie auch gehätschelt und gepflegt und lassen sich quasi unendlich vermehren. Die Herausforderung dabei, eine vollkommen keimfreie Umgebung zu erzeugen. Denn das ist ein Nachteil gegenüber echten Tieren. Zellen in einem Bioreaktor haben kein Immunsystem. Ein Keim und eine komplette Ladung ist infiziert. Bei ein paar Litern klappt das ganz gut. Es sollen aber ja irgendwann viele tausend Liter werden. Eine weitere Hürde, die Textur. Damit aus der Zellpampe ein schönes Filet wird, brauchen Zellen ein 3D-Gerüst, an dem sie entlang wachsen können. Anscheinend stimmt sonst das Kaugefühl nicht und unser Gehirn sagt, schmeckt nicht. Zellkulturen, Keimfreiheit, 3D-Gerüst, was machen wir hier eigentlich? Stellt das nicht alles in Frage, was wir gewohnt sind zu essen? Ja, überhaupt die Idee von Nahrung? Was ist eigentlich ein Fisch? Okay, ein Lebewesen, das im Meer schwimmt, mit einer Funktion im Ökosystem. Aber als Lebensmittel gedacht, doch vor allem eins: Proteine, die wir in Energie verwandeln, um leben zu können. Wenn es aber nur darum geht, wo ist dann der Unterschied zum Essen aus dem Labor? Gibt es vielleicht überhaupt keinen? Aber immerhin war doch bisher alles, was wir essen, in der einen oder anderen Weise mit der Natur verbunden. Über Jahrtausende haben wir gelernt, was wir essen dürfen, wie es schmeckt und ob es gut für uns ist. Wenn wir die Nahrung aber nun von der Natur entkoppeln, woran orientieren wir uns dann?
Wir essen nicht nur, um uns zu ernähren. Vielmehr ist die menschliche Ernährung durch kulturelle Regeln geprägt, die man befolgt und respektiert. Dann ist die Frage vielleicht gar nicht, wie natürlich Essen sein muss, sondern können wir uns darauf einigen? Rechtlich gilt bei uns alles als Lebensmittel, was dazu bestimmt ist, dass Menschen es essen. Nach dieser Definition könnte auch das, was der Replikator in Star Trek auf den Teller zaubert, als Lebensmittel anerkannt werden. Vorausgesetzt natürlich, dass eine Lebensmittelbehörde es als sicher eingestuft hat. Damit wir auf das Original verzichten können, dürfen die Alternativen aus dem Bioreaktor zumindest nicht schädlich sein. Vielleicht jedoch sind sie sogar gesünder? Wir können sie sogar optimieren mit der idealen Zufuhr an Nährstoffen. Es fehlen Pestizide, Antibiotika zum Beispiel. Also solche Lebensmittel werden gesünder sein. Und sie werden auch nicht schlechter schmecken, davon kann man auch ausgehen. So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie schmecken diese Dinger nun? Um ehrlich zu sein, gibt es bisher nur winzige Portionen für ausgewählte Testesser. Aber immerhin. Sie schmecken auch tatsächlich nach Fisch. Natürlich ist der Geschmack noch mild, hier kann sicherlich auch noch weiter optimiert werden. Aber ich war doch überrascht, wie sehr dieser Fischgeschmack schon rauskommt. Was wir dann wohl noch alles im Bioreaktor herstellen könnten? Unsere gesamte Nahrung? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt irgendetwas, das nicht geht? Der Prozess ist allgemein, universell und prinzipiell kann man von allen Pflanzen Zellkulturen herstellen. Möglich wären auch die echten Basics. Gemüse, Speiseöl, Obst, Getreide. Und sogar das, was wir gar nicht essen, aber auch im großen Stil anbauen, wie Baumwolle oder Holz. Machbar wäre das alles. Allerdings ist das Verfahren bisher so teuer und energieaufwendig, dass es sich wirtschaftlich nur selten lohnt. Denn für jedes Produkt muss ein komplexer Herstellungsprozess entwickelt werden. Die Zulassungsverfahren sind teuer, ebenso wie Energie und Rohstoffe. Aber Wirtschaftlichkeit ist nur ein Kriterium bei der Abwägung, ob sich eine alternative Produktion von Lebensmitteln oder anderen Stoffen lohnt. Das ist natürlich speziell interessant für Fälle, die von der Umweltbilanz oder auch von der Ethik oder von den Produktionsbedingungen her problematisch sind. Nehmen wir Kaffee. Da ist ethisch und ökologisch so gut wie alles ein Problem. Hungerlöhne, Kinderarbeit, Entwaldung in den Anbaugebieten, Transport um die halbe Welt. Vor diesem Hintergrund wäre Reaktorkaffee durchaus interessant. Aber jetzt mal ehrlich, so richtig guter Kaffee aus dem Reaktor? Fangen wir so an. Pflanzen besitzen etwas, das sie in die Lage versetzt, ihre Zellen in so gut wie alles zu verwandeln und beliebig oft zu vermehren. Bei Tieren können das nur Stammzellen, ihr erinnert euch. Pflanzen haben aber noch etwas viel Effektiveres, eine echte Superpower, Calluszellen. Normalerweise bilden sie sich, wenn eine Pflanze verletzt ist. Dann entsteht eine Art Wulst, die wie ein Dauerpflaster wirkt. Aus den Calluszellen, fanden die Forscher heraus, kann aber auch ein Blatt, eine Wurzel oder eine ganze Pflanze werden. Oder eben mit den richtigen Signalstoffen Zellen mit Kaffeearoma. Dann noch gefriertrocknen und das Pulver rösten. Für den Geschmack. Wir sind keine Kaffee-Röst-Spezialisten oder keine Kaffeespezialisten an sich. Es ist natürlich kein fertiges Produkt, aber alles in allem sind wir doch schon recht nah an einem Profil, wie wir es haben möchten für einen Kaffee. Klingt verrückt. Die richtigen Zellen in einem Bioreaktor ergeben eine Universalmaschine, die Lebensmittel fast jeder Art produzieren kann. Bedeutet das wiederum beliebige Nahrung ohne Ende? Zu jeder Jahreszeit? Überall auf der Welt? Noch nicht ganz. Wie viele Bioreaktoren müssten wir bauen, um die Landwirtschaft nachhaltig zu entlasten? Eine Fabrik für eine 500 Millionen Euro könnte nach Schätzungen jährlich 10.000 Tonnen Kunstfleisch liefern. 10.000 Tonnen, das klingt viel. Aber die Menschheit verschlingt heute schon unglaubliche 360 Millionen Tonnen Fleisch.
Wenn man die ersetzen wollte, müsste man also ein Jahr lang jeden Tag 100 solche Fabriken bauen. Und damit haben wir dann erst das Fleisch ersetzt. Noch kein Fisch, Kaffee oder Reis. Es bräuchte zigtausende große Fabriken auf der ganzen Welt. Hightech-Bioreaktoren für alles und jedes. Und vielleicht am Ende sogar auch in klein. Für jeden von uns. Wir können sozusagen eine große Industrieanlage uns vorstellen, wo Riesen-Bioreaktoren stehen und eben die Biomasse dort produzieren. Oder wir können uns vorstellen, in einem Café, wo eben so eine mittelgroße Anlage vielleicht steht, um dort tatsächlich die Kunden zu versorgen. Oder im Extremfall tatsächlich eben im eigenen Haushalt. Ein Bioreaktor für den Hausgebrauch. Okay. Aber wie viele Menschen würden das wirklich essen? Studien dazu gibt es vor allem für zellbasiertes Fleisch. Immerhin die Hälfte der Menschen kann sich das gut vorstellen. Die andere Hälfte derzeit nicht. Vielleicht ist es ja auch eine Frage des Aussehens, der Verpackung, des Marketings. Vielleicht braucht es nur ein paar hippe Namen und ein paar schicke Bilder, um zum Trend zu werden? Bei Fusion Food, Low Carb und so weiter hat das schließlich auch funktioniert. Fassen wir mal kurz zusammen. Prinzipiell lassen sich so gut wie alle Nahrungsmittel zellulär herstellen. Große Investoren setzen bereits auf die postlandwirtschaftliche Technik. Noch ist nicht abzusehen, wie weit dieser Prozess gehen wird. Die komplette Abschaffung der Landwirtschaft ist trotzdem erstmal unwahrscheinlich. Eher wird es ein Systemmix sein. Immer weniger Viehhaltung und klassischer Pflanzenanbau, dafür immer mehr zelluläre Landwirtschaft. Der klassische Landwirt, so wie man ihn bisher in der Geschichte gekannt hat, der auf seiner Scholle steht und die Erde umgräbt, der wird im Verlaufe des 21. Jahrhunderts zunehmend ein Auslaufmodell werden. Was wird dann aus den vielen bisherigen Arbeitsplätzen? Schließlich beschäftigen Vieh und Landwirtschaft hunderte Millionen Menschen. Das könnte zu einer Herausforderung werden, die allerdings nicht neu ist. In Europa fallen in der Landwirtschaft seit Jahrhunderten immer mehr Jobs weg. Allein in den letzten 20 Jahren sank die Beschäftigungsquote von 8% auf 4%. Jobs in der Landwirtschaft sind notorisch schlecht bezahlt und teilweise gefährlich. Insofern wären Alternativen gar nicht so verkehrt. Und der Übergang wird eh dauern. Zunächst einmal wird sie natürlich nicht die gesamte Produktionsmenge ersetzen können, die bislang konventionell gewonnen werden. Wir können also davon ausgehen, dass Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre vielleicht 10% der gesamten Fleischproduktion und auch der gesamten Produktion von Milchprodukten tatsächlich zellbasiert hergestellt werden. Bleibt die Frage, kann das die Natur retten? Sagen wir, die neue Technik ersetzt vor allem die Viehzucht. Dann könnte mindestens ein Drittel aller Agrarflächen anders oder eben auch gar nicht genutzt werden, um der Natur wieder mehr Raum zu geben. Wie realistisch ist es, dass die Natur dann zurückkehrt? Und wie lange wird das dauern? Innerhalb von 2-3 Jahrzehnten, denke ich, auf jeden Fall. Das ist dann vielleicht noch nicht ganz der Originalzustand, aber das ist mit Sicherheit ein Ökosystem, wo man hingeht und sagt, das ist jetzt ein schöner natürlicher Kiefernwald zum Beispiel. Das stimmt vorsichtig optimistisch. Laut Studien könnten 30% Wildnis reichen, um das Artensterben entscheidend zu bremsen. Frei werdende Flächen können ganz direkt helfen, das Ökodesaster zu stoppen. Vorausgesetzt, wir pflastern sie nicht gleich mit Einkaufszentren, Straßen oder Freizeitparks zu. Das alles ginge aber nur, wenn wir unsere Essgewohnheiten, die Idee und Kultur unserer Nahrung radikal ändern, Reaktorfood essen und vieles andere weglassen. Wollen wir das? Oder stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht mehr, wenn wir uns den Zustand unseres Planeten anschauen und den steigenden Bedarf an Lebensmitteln bei wachsender Weltbevölkerung? Zumindest könnten wir der künstlichen Nahrung und den Möglichkeiten, die sie uns bietet, eine Chance geben. Und wer weiß, schon möglich, dass unsere Ururenkel dann irgendwann mal bei einem Reaktorsmoothie in der Natur sitzen und sagen, verrückt, dass man früher mal lauter Sachen aus dem Boden und sogar Tiere gegessen hat.